Yo Leute, willkommen zurück bei Spider-Man 1. Es geht jetzt weiter, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Venoms Rätsel. Wo bist du? Lange hält Mary Jane das nicht mehr aus. Und Leute, ich habe den Outfit habe ich wieder gewechselt. So, jetzt haben wir den Universe-Outfit, ne? Wir müssen wieder zurück, glaube ich. Und wir müssen die Tore aufmachen, ja. Die richtige Kombination der Schalter öffnet sicher alle Tore in der Kanalisation. Ja, die richtige Kombination. Rate nochmal! So, das war die 1. Ne, das ist falsch. Das könnte sein. Bist du bescheuert? Okay, das war falsch, ne? Schneller, Spidey. Es soll mich beeilen? Okay. Was dauert da so lange? Rate nochmal. So. Sieh mal an, Spidey, das Superhirn. Ich habe es geschafft, aber wohin muss ich jetzt auch da? Leute, ich habe das noch nicht mal nachgeschaut, ne? Krass, wir haben das ja geschafft. Komm zurück, Venom! Okay, hat nicht lange gedauert, aber trotzdem, Leute, wir haben das direkt geschafft. Das ist auch was Gutes. Und Leute, ich wollte euch noch was sagen. Die Parts werde ich kürzer machen. Da bin ich doch hergekommen. Genau, die Parts werde ich kürzer machen, weil das Spiel geht nicht, glaube ich, so lange, ne? Wo ist der? Deswegen, Leute, die Parts mache ich dann kürzer. Weil 20 Minuten würde reichen, Leute, für so ein Part. Oh, hier, ich kann mich erinnern. Ich muss warten. Ja, ich habe schon viel gestruggelt, ne? Ich bin immer gestorben und so. Hier kommst du ins Schwitzen, Parker! Und wieso? Weil hier irgendwo bist du, ne? Deswegen. Ja, ich weiß nicht. Hoffentlich finde ich den Weg, ne? Die Hexe, ich hab's gewusst! Spider-Man! Venom hat mich eingesperrt und meinen Schlupfwinkel eingenommen. Jetzt verwendet er meine Echsenmänner. Nein! Er hat auch diese Frau Parker eingesperrt. Wo ist sie? Sie ist im Schlupfwinkel am Ende dieses Irrgartens. Es führt nur ein Weg. Geh den Tunnel zurück und überquere zwei Wasserstraßen. Bieg an der dritten Wasserstraße rechts ab. Folge ihr um die Kurve hinter die Maschinen und geh an der zweiten Kreuzung nach rechts. Dort. Danke, Echse. Okay, zwei Wasserstraßen zurück. Was ist das, ey? Oh, da ist ein Super. Comic. Die ganze Zeit rechts und so, ne? Hat der gesagt. Aber Leute, ich hab das schon vergessen. Ich hab schon zugehört, aber trotzdem. Ja, ich gehe einfach mal zurück. War. Oh, ich oh. Bin schon topfit. Da stand warm. Okay, wir sind dann fast soweit. Wenn er warm schon sagt, dann finden wir das. Da ist wieder warm. Hier kommst du ins Schwitzen, Parker. Nee, warum? Wir müssen weiter geradeaus. Dann irgendwann rechts. Oh, das ist ganz schön heiß, Baby.
Warte schon mal hier wieder. Ah, du bist heiß, Baby. Ja, komm, ich geh erstmal hier, ne? Hier rechts, bestimmt. Hot. Jo, das wollte ich nicht. Du bist du! So, dann musste das am Anfang direkt hier rechts sein. Aber schau trotzdem hier hin. Sagt die große Spinne. Und frisst dabei die Kleine. Ey, wir haben das wirklich geschafft. Krass. Ich hab nicht lang gebraucht, das ist das Ding, ne? So. Speichern. Ihr denkt jetzt bestimmt, ich hab nachgeschaut oder so. Keine Ahnung, ich hab das einfach geschafft. Oh, das. Mary Jane. MJ! Mary Jane sieht durstig aus. Wofür ist wohl dieser Schalter? Peter, stell das Wasser ab! Okay, was hat der jetzt gesagt? Hab ich jetzt falsch gehört. Ach ja, Parker. Wie lange kann Mary Jane eigentlich die Luft anhalten? Oh. Ich ertrinke! Spidey-Dee, Spidey-Doo. Alter, ich sieht aber. Ah, da ist der. Ja, Leute, wir sind. Wir schaffen das so oder so. Weil wir sind. Also unendlich Leben haben wir. Wir haben alles. Deswegen. Mary Jane sieht durstig aus. Oh, shit. Schalter, leg den Schalter um. Leute, ich mach das auch deswegen, weil. Komm wieder her. Ihr sollt alle Klamotten sehen, ne? Schon wieder. Peter, stell das Wasser ab. Wo ist der Idiot? Ah, da bist du. Habt ihr das gesehen? Der hat mich gehauen, aber ist nichts passiert. Das meinte ich, Leute. Mann! Also der Kampf ist jetzt einfach leider, aber egal. Nicht so schnell! Geschafft. Der war wirklich einfach, ey. Wieso, Venom? Wieso bist du zurückgekommen? Das solltest du doch wissen, Spider-Man. Ein Überfall auf die Wissenschafts-Expo. Diesmal bist du der Böse. Du Idiot! Ach, Eddie, erinnere dich an den Tag zurück. Ich war bei dir in der Menge. Das war ein falscher Spider-Man auf der Bühne. Er hat uns beide verarscht und uns gegeneinander ausgespielt. Verdammt, du hast recht, Parker. Wir erinnern uns. MJ! Herzlich dich. Du und deine Frau sind unschuldig, Parker. Unser Pech. Unser Pech? Ich bring dich um. Peter Parker, hol mich endlich hier raus! Tja, du hast die Arschkarte, Kumpel. Komme! Schatz, dann sind wir also Partner, aber nur vorübergehend. Nachdem wir es diesen Technikdieben gezeigt haben, zahle ich es dir heim, dass du Mary Jane entführt hast. Herrje, kleiner Irrtum. Tut uns leid. Der Betrüger war jedenfalls ein Gestaltwandler. Also war es entweder Chameleon oder Mysterio. Hey, an Chameleon haben wir zuerst gedacht. Das war unsere Idee. Dann verrate mir mal eines, Einstein. Wer könnte Octavius Technologie stehlen wollen? Oh, oh, wir wissen's. Wir wissen's. Wer? Der Submariner? Der Submariner? Jetzt mal im Ernst, ja? Der mächtige Thor? Bist du vollkommen durchgedreht? Ach, vergiss die Frage. Galactus? Vergiss es, Eddie. Ich brauche Jamesons Hilfe. Gehen wir zum Buggle. Jameson! Wir hassen Jameson! Du Holzkopf, wir wollen Jameson nicht besuchen, wir werden seine Computerdatenbank benutzen. Hey! Werden wir Netz surfen? Gehen wir einfach, ja? Oh Mann, Leute, die Sprüche, ne?
Ich hab mich schon weggelacht, ey. Wirklich. Meinte, du hast die Arschkarte und. Oh, das ist Carnage, ne? Invasion. Hier ist es, das Archiv. Netzhaffen, Netzhaffen! Vergiss es, wir haben keine. Parker, warte, kann das sein? Was denn? Ja, wir fühlen unser anderes Ich. Wen? Wen fühlst du? Unser anderes Ich, der Symbiont, den man Carnage nennt. Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt? Jetzt! Wir haben keine andere Wahl! Na toll, geht's noch lauter? Wir brechen ja bloß gerade hier ein. Mein Spinnensinn klingelt. Was jetzt? Tja, Spidey, wer auch immer hinter dem Ganzen steckt, sie haben Symbioten! Geht's noch lauter, meinte er. Ey, ich schwöre, das macht so Spaß, dieses Spiel. Diese Symbioten suchen wohl nach menschlichen Wirten. Ein Kampf mit anderen Symbioten als Carnage und Venom? Und auch noch Geiseln? Da hat unser Netzträger wohl mehr als genug zu tun. Okay, die sterben, glaube ich, nicht, oder? Ich wette, damit wird die Klimaanlage gesteuert. So, haben wir den jetzt gerettet oder ist er gestorben? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen erstmal die Geisel retten hier, ne? Netzattacken sind hier auch nicht das Wahre. Ey, die sterben nicht. Oder? Keine Ahnung. So leer war es hier noch nie. Das stimmt. Ich muss hier raus! Nur das brauchen wir nicht, aber ich muss weiter Geiseln befreien. Was ist das denn? Keine Ahnung. Das ist ein Symbiont oder so ein Scheiß. So, können wir hier hoch? Schau mal. Hier, genau. Ich bin schon vollgeladen. Super. Okay, war nur so ein Ding. Aber oben ist doch was, ne? Ja, das bin blind, Leute. Ich muss das jetzt suchen. Hier waren wir doch gerade, ne? Also da waren wir. Boah, ich hoffe, ich finde das jetzt. Ey, ich habe keinen Bock, jetzt die ganze Zeit hier zu sein. Das ist Blamage, wenn wir das nicht finden. Ich habe bestimmt früher auch so ewig hier gesucht. So, hier waren wir ja schon, ne? Aber ich such mal weiter. Dahin muss ich halt nicht gehen. Haben wir hier was übersehen? Ja, wir haben hier was übersehen, Leute. Oh ja, ich wette, da sind keine Symbioten drin. Doch. Wenn du die Klimaanlage einschaltest, befreit mich der Ventilator. Bitte hilf mir. Ja, mach ich. Ich bin schon topfit. Danke für die Rettung. Die Burschen sind nicht hässlich genug, um Venoms Kinder zu sein. Der Spruch wieder, ne? Aber. Oh, mich vollgeschleimt. Sie kommen anscheinend aus dem Keller. Wie
viele sind das denn? Ach hier, ich erinnere mich wieder. Ich glaube, manchmal musst du wechseln, ne, den Aufzug. Da ist unten noch ein Symbiont und der ist wieder weg. Okay, der Aufzug hat angehalten. Ja, der ist angehalten. Was jetzt? Hier runter? Ich muss den Aufzug wieder in Gang bringen. Ah, der Aufzug geht wieder. Hallo? Ja, toll, der ist runtergesprungen. Keine Ahnung, Leute, warum er das gemacht hat. So. Das ist ja wohl ein Witz. Wann hört ihr endlich auf damit? Yo. Je weiter ich komme, desto mehr scheinen es zu werden. So, hier rein. Ach, wir haben das einfach geschafft. Okay. Ja, Leute, aber ich beende den Part jetzt. Ich habe ja euch gesagt, dass wir die Parts jetzt kürzer machen. Deswegen, Leute, weil sonst geht der das Spiel geht nicht mehr lange, das weiß ich, weil ich kenne das schon früher. Und wir sind schon, glaube ich, Hälfte durch. Keine Ahnung. Vielleicht Hälfte. Deswegen, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt Spider-Man 1. Ciao, Leute.